Rückblick auf die Bundesliga-Ergebnisse und Tabelle des zweiten Spieltags. Die Zahlen des zweiten Spieltags. Es gab 22 Tore, ein Spiel endete 0:0. Die meisten Tore fielen beim Spiel Leverkusen-Wolfsburg, 4 an der Zahl, und Hoffenheim-Freiburg auch 4. 4 Auswärtssiege gab es, 4 Unentschieden und einen einzigen Heimsieg, das war Hoffenheim gegen Freiburg. 6-mal trafen beide Teams und 4-mal fiel mehr als 2,5 Tore. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Wettanbieter seid, meldet euch bei vbet.net über den folgenden Link an. Der zweite Spieltag begann mit einer Nullnummer am Freitagabend zwischen Hannover und Borussia Dortmund, mit der Hannover wesentlich besser leben kann. Hoffenheim tat sich gegen Freiburg lange schwer, war sogar 0:1 zurück, gewann aber am Ende mit 3:1, unter anderem durch 2 Tore von Adam Soloy. Leverkusen-Wolfsburg 1:3, verkehrte Welt, Leverkusen unten nach 2 Niederlagen in den ersten beiden Spielen und Wolfsburg oben mit 2 Siegen. Last-Minute-Freistoß-Tor von Rashica zum 2:1 für Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt. Die 10 Frankfurter wehrten sich lange, aber am Ende hatte Bremen das Glück auf seiner Seite. Augsburg und Gladbach trennen sich in einem guten Bundesligaspiel 1:1. Aufsteiger Nürnberg lässt beim 1:1 gegen Mainz sogar Punkte liegen, hätte einen Sieg verdient gehabt. Bayern München gewinnt das zweite Spiel auch mit 3 Toren, dieses Mal mit 3:0 beim VfB Stuttgart. Das läuft noch nicht rund bei den Roten Bullen in Leipzig. 1:1 bei der Heimpremiere von Ralf Rangnick gegen den Aufsteiger aus Düsseldorf. Und nach 10 Jahren verliert Schalke mal wieder ein Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. 2:0 für die Herthaner, die noch kein Gegentor in dieser Saison kassiert haben. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur 29. Meisterschaft. Auch Wolfsburg und Hertha haben beide Spiele gewonnen. Dortmund, Gladbach, Augsburg, Bremen und Mainz noch ungeschlagen. Und 9. Eintracht Frankfurt. Hoffenheim durch den Sieg jetzt auf Platz 10. Hannover führt die untere Tabellenhälfte an der Mannschaften, die noch nicht gewonnen haben. Mit Düsseldorf, Nürnberg, Leipzig und beide Spiele verloren haben bisher Schalke, Leverkusen, Freiburg und Stuttgart. Damit du keines dieser genialen Videos verpasst, abonniere einfach den Kanal und du bist auf der sicheren Seite.